Sebastian, ist dein zweiter Print Day, hast du gesagt? Ja, tatsächlich, zweiter Print Day. Wir haben vorhin überlegt, oder gestern war es, glaube ich, wann das letzte Mal war. Und wir sind so auf 3 bis 4 Jahre hergekommen. 4 Jahre, glaube ich, ist es her. Und wie hat sich der Print Day so aus deiner Brille entwickelt? Primär vor allem Menschen. Also es sind viel mehr Menschen da als zuletzt. Also es ist, glaube ich, schon nochmal gute 150 mehr gefühlt oder 200, wer weiß sogar. Und ansonsten von den Vorträgen nehme ich wahr, dass schon nochmal ganz andere Themen mit dabei waren diesmal. Also es war so ein bisschen breiter gefächert, hatte ich den Eindruck. Gut, super. Wir geben uns ja Mühe, sehr viel auch über, ich sag mal, Digitalisierung, über KI-Themen zu reden. KI kam ja in deinem Vortrag auch vor. Ja. Wie siehst du das, auch wenn das jetzt nicht ganz dein Thema ist, wie hat KI auf Werbung in verschiedenen Kanälen einen Einfluss? Und maßgeblich, glaube ich. Und die Frage ist, wo geht die ganze Sache hin? Ne? Also wenn wir uns irgendwie KI nehmen, die dann generative KI, die Menschen generiert, die dann Werbung selbstständig generiert, das wird schon spannend werden. Ne? Brauchen wir in Zukunft noch Models, die irgendwie Werbung machen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, das geht ja schon einfacher los mit dem Thema, wir generieren automatisch Texte, Werbetexte. Da fängt es schon im Kleinen eigentlich an, ne? Sich zu verändern. Habt ihr euch schon mal damit beschäftigt, wie KI einen Einfluss auf das Thema Bewertung hat? Weil ein Teil eurer Aufgaben oder eurer Leistung ist ja auch, Bewertungen zu analysieren. Ja, absolut. Ja. Also ich glaube, ein Teil wird da durch Amazon und die Plattformen selber massiv vorangetrieben, dass eben keine gefakte Bewertung entsteht. Also ich glaube, das ist das, worauf du hinaus wolltest, dass wir da automatisierte, generierte Bewertungen haben. Und die sind da schon ziemlich gut, KI zu erkennen. Ne? Genauso wie es bei ChatGPT, glaube ich, irgendwie das Pendant geben soll, was darum wiederum aufzeigt, was gefaked wurde. UnChat GPT. Wäre ein guter Name, ja. Schöne Namensgebung. Danke dir.